Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit der Movie-Line-Figur Spike with Wiki und Backfire. Eine schöne Figur, wo ich sagen muss, sie ist zwischen der Deluxe-Class und der Human Alliance-Figuren-Serie anzusiedeln, aber eher in Richtung Human Alliance. Die Figuren an sich sind sehr schön gestaltet. Ich werde auch noch weitere Figuren-Reviews von den anderen Figuren liefern. Heute erstmal nur als Anfang für die Figuren-Line als Start. So, wollen wir mal übergehen zu den Figuren. Die Figur wird geliefert in einer schön designten Packung. Weltraumhintergrund. Mit den einmal in der Mitte Spike with Wiki. Hier außen dann einmal der Waffenmodus. Dieser Waffenmodus ist eigentlich, es ist eine Waffe für die großen Figuren, Leader Class bzw. Voyager und gleichzeitig einen Fahrzeugmodus und dann natürlich nochmal Backfire in seiner Roboterversion mit seinen zwei Waffen in der Hand. Hier unten kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur an sich. Das ist Backfire und Spike with Wiki. Backfire wird geliefert als Trike. Ich muss mal gucken. Das Rad hat sich gesplittert. Das ist nicht so schön. So, wie gesagt, wird geliefert in einem netten Trike. Sehr detailliert. Man sieht es hier auch nochmal. Der Motorblock unten. Die Kanister. Die Reifen, die Waffen sind abnehmbar, sind auch mit anderen Figuren kombinierbar. Die Lampen, der Prellbock hier natürlich auch schön, die Federung, Autobot-Symbole links und rechts. Hier dann nochmal ein Lachgasbehälter, vermute ich einmal. Und Spike with Wiki wird auch sehr schön geliefert in einer sehr detaillierten Figur mit Schultergelenken, einmal hoch, seitlich im 360 Grad Drehbar. Die Beine einmal nach oben beweglich, die Knie drinne, jedes Gelenk auch nochmal drehbar. Unten Schmutz angedeutet. Ein schönes Autobot-Symbol hier oben. Der Helm auch schön bemalt. Wo ich sagen muss, der Helm erinnert mich sehr stark an einen Stormtrooper von Star Wars. Mit diesem bösen Grinsen quasi oben im Helm. Aber ansonsten sehr schön gehalten. Der Kopf lässt sich auch ganz normal drehen, nach links, rechts, im 360-Grad-Modus. Ja. Die Figur ist natürlich auch auf dem Fahrzeug platzierbar. Die Hände lassen sich übrigens auch drehen. Sehr filigran. Ich habe manchmal Angst, dass sie kaputt geht. Wie gesagt, man kann sie auch hier oben drauf befestigen. Ich kann sie quasi auf dem Trike auffahren. Ja, das Trike an sich Backfire. Wie gesagt, sehr schön gestaltet. Zur Transformation. Nehmen wir einfach mal die Waffen ab. So, ich zeige euch am besten jetzt erstmal, weil es leichter ist, den Waffenmodus. Der Waffenmodus für die großen Transformers. Dazu einmal hier diesen Aufprallbock nach unten drehen. Die Räder nach vorne. Das ist das Erste. Das Zweite, die Räder splitten. Einfach erstmal nach unten drehen. Dann hier oben die Oberseite abziehen. Vorsicht, hier oben sind drei Packs. Diese nicht abbrechen, die sind hier oben mit verbunden und hier vorne drin. So, einmal hier herumdrehen. So. Dann einmal dieses Teil nach unten klappen und hier unten mit in diesen Slot verbinden. Den
Motorblock nach außen heben und befestigen. Die Räder nach unten drehen. Klappt manchmal nicht, manchmal lösen sich die Räder, das ist aber nicht schlimm. Die Räder hier unten wieder verbinden. Hier sind drei Pins und drei Löcher, die miteinander verbinden. So. Hier vorne dieser Puck ist drehbar komplett. Der wird quasi zum Festhalten der Waffe für den Robotermodus benutzt. So. Dann jetzt die Waffen. Einmal hier oben dran befestigen. Nach unten mit dem Kugelgelenk drehen. So. Ja, und schon haben wir quasi Backfire im Waffenmodus. Vorne durch das Herumklappen des unteren Teils ist quasi eine durchsichtige Plastikkomponente quasi zum Tage gekommen, die aussieht wie ein Energiestrahl in dem Sinne, der quasi nach außen tritt. Dann Spike lässt sich dann hier oben mit quasi einmal befestigen. Entweder so, was ich natürlich auch besser finde, denn er hat hier oben einen Hohlraum. Da kann die Figur quasi reingesetzt werden. Finde ich persönlich, wie gesagt, eindeutig besser, weil es auch hier oben so aussieht, als wenn er die quasi gerade greift. Allerdings ist auf der Verpackung die Figur so dargestellt, dass sie auf dem Motorblock sitzt und die Waffen festhält. Natürlich, es ist eine Möglichkeit. Ich würde es aber nicht so hinsetzen, da die Figur so ansonsten, ja, schon sehr komisch aussieht, wenn sie hier oben drauf sitzt. So finde ich es besser. Vor allem, weil hier hinten dieser Aufprallschutz natürlich jetzt auch so wirkt, als wenn es wie ein Sitz ist. Ja, kommen wir mal wieder zurück zur Verwandlung zum Robotermodus. Die Waffen werden wieder abgenommen. So. Dann die Räder wieder rumgeklappt. Der Aufrollbügel wieder nach vorne. Der Motorblock wieder hier rein. Dann hier oben einmal die Arme rausklappen. Einmal drehen. So. Dann hier ist ein Doppelgelenk, einmal nach außen und hier nochmal nach außen. Hier ebenso wieder. So, natürlich dann oben die Schulter gut. Ja, gut, das wollte ich jetzt noch nicht zeigen. Ich zeige es gerne nochmal, aber wie gesagt, die Schultern ausklappen. So, und dann, wenn man den Motorblock nach oben schiebt, kommt der Kopf zum Vorschein. So, die Beine können ruhig in dem Waffenmodus bleiben. Allerdings müssen jetzt die Räder gesplittet werden. Und die Beine ebenso. So, einmal. Jetzt, ganz wichtig, hier oben, dieser goldene Splint ist ein Gelenk. Einmal nach oben klappen und dann die Beine sofort wieder nach unten. Dass dieser Splint quasi direkt hier oben verstaut wird. Das hat die Bewandtnis, dass die Beine einen gewissen Abstand zueinander haben und dadurch die Figur besser stehen kann. So. Und schon haben wir Backfire in seinem Robotermodus. So. Schöne Details. So. Man sieht den Kopf. Golden, silbern. Ich hole mal näher ran. Auto Zoom. So. Wie gesagt, Gold, Silber gehalten. Er lässt sich leider nicht richtig drehen. Das heißt, er lässt sich schon drehen, aber nicht sehr weit. Denn das Plastik wird hier hinten von dem grünen Teil natürlich blockiert. Das heißt also, nur im 45-Grad-Winkel quasi lässt er sich nach links und nach rechts drehen.
So, die Augen natürlich werden beleuchtet durch diesen Plastikaufsatz hier oben. Der Motorblock in schönen Silber gehalten, seitlich in Gold. Die Autobot-Symbole natürlich oben an den Schultern zu sehen. Ja, die Hände hätten sie besser machen können, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn diese sind nämlich nur hier drin angedeutet. Der Daumen und hier die normalen Finger. Finde ich persönlich nicht so schön, aber naja, gut, okay. Meine Favorisierung wäre, normalerweise diesen Aufprallbock auch nach hinten zu klappen, damit die Hände besser zu sehen sind. Allerdings hat das den Nachteil, dass ihr die Waffen nicht mehr richtig befestigen könnt. Denn die Waffen werden an diesem Aufrollbügel natürlich befestigt. Die Beine haben ganz normale Kniegelenke. Könnt ihr also dadurch effektiv dann auch knicken und andere Posen dann erstellen. So, ansonsten kann die Figur ganz normal mit den Waffen agieren. Dazu nehmt ihr die Waffen, dreht es einmal so rein, die Halterung, macht sie hier vorne an dem Aufprallschutz quasi dran und dreht sie quasi zur Seite. Das muss ich gerade mal gucken. Okay, das war ein bisschen zu tief angesetzt. So. Nummer 1 und jetzt schließlich Nummer 2. So, jetzt haben wir Backfire mit seinen Waffen. Sehr stylisch. Man sieht, die Waffen werden hier vorne dran befestigt, an dem Frontkill. Ansonsten, ja. Sehr schöne gestaltete Figur. Sie hat natürlich auch leider einige Mankos. Zum Beispiel die Räder hinten im Fahrzeugmodus wackeln dann wild herum. Die müsste man dann jeweils immer wieder neu befestigen. Dieser Plug hier oben, den müsste man natürlich immer wieder richtig befestigen. Man kann ihn natürlich auch im Robotermodus nach unten drehen. Das ist dann Geschmackssache, wie man es halt möchte. So kann man es natürlich auch machen. Ja. Was ich aber allerdings eben gerade vergessen habe zu sagen, im Waffenmodus. Ich habe mich leider zu sehr von der Packung quasi hier ablenken lassen. Es ist das, wenn die Beine im Waffenmodus sind, das heißt zusammengeklappt sind, hat diese Figur hier vorne noch die Scheibe, die wird dann quasi so, wenn die Waffe hier oben so zusammengeklappt ist, dann einfach so runtergeklappt. Das ist dann quasi wie so eine Halterung, die er quasi so nochmal in die Hand nehmen kann. Der große Bruder quasi, den dann in die Hand nimmt. So, wie gesagt, die Figur sehr schön gehalten mit Spike halt mit dazu. Ja, man sieht's. Autobots kämpfen quasi an der Seite der Menschen, wie auch in dem Film. Finde ich eine gute Lösung. Es war damals eine richtig gute Idee, auch das umzusetzen. Die großen Figuren natürlich dann umso mehr. Die kleinen haben aber dafür auch was. Allerdings haben sie leider von der Beweglichkeit einiges eingebüßt gegen den normalen Deluxe-Figuren, weil sie halt noch den dritten Modus haben. Also es ist quasi ein Triple Changer, wie man sie halt von früher noch kennt. Und dadurch müssen sie halt auf einiges verzichten. Ja, Mechtech-Figuren, Human Alliance, wie gesagt, man sieht sie auch nochmal auf dem Symbol. Für mich persönlich sehr schöne Figuren, man findet sie leider jetzt nicht mehr im Laden, allerdings kann man sie noch versuchen auf eBay zu bekommen, teilweise für unter 10 Euro. Wenn ihr sie findet, schlagt zu, es lohnt sich, allein schon als Ergänzung für eure anderen Figuren, als Sammlung, als Waffen, für die Großen, wie auch immer. Ja, von Fahrzeugmodus würde ich volle 10 Punkte geben, Robotermodus wegen der Unbeweglichkeit der Gelenke 7 von 10,
Die Figur Spike ist eine nette Dreingabe. Die treibt auch die ganze Figur auch weiter von der Wertung nach oben. Von dem Waffenmodus würde ich ihn jetzt weglassen. Dann wirkt er wirklich wie eine Waffe. So passt er überhaupt nicht dann zu dem Waffenmodus, eher nur zu dem Fahrzeugmodus. Zum Waffenmodus würde ich sagen, volle 10 Punkte. Ein schöner Ionenblaster, gefällt mir. Ja, alles in allem würde ich sagen, 9 von 10 Punkte. Eine Anschaffung lohnt sich. Die anderen Figuren werde ich euch auch noch zeigen. Es kommen noch 3 weitere. So viel dazu. Wenn ihr wieder Kritiken habt etc., einfach in die Kommentare posten. Ich werde mich dem annehmen. Fragen, Wünschen, wie auch immer. So viel dazu. Ich wünsche euch noch etwas und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rexford.